Guten Morgen, liebe Follower. Ich bin jetzt gerade in Aigo, hier in Griechenland, und heute ist ein ganz besonderer Tag. Die Anki hat heute Geburtstag und deswegen sitze ich jetzt hier draußen und mache hier schon mal das Frühstück. Wir haben hier Porridge und wunderbaren Haselnusskaffee und ja, gleich machen wir dann das, was wir am liebsten machen. Wir setzen uns wieder aufs Rad und radeln weiter. Und ich habe eine kurze Bitte an euch. Und zwar habt ihr erfahren, die Anki hat letztes Jahr ihr Buch rausgebracht. Und ich will so eine kleine Überraschung für sie vorbereiten. Denn ich weiß, welche Mühe das kostet, so ein Buch zu schreiben. Ich habe ja selber genügend geschrieben. Und dass es auch Überwindung kostet, einen Teil von sich selbst preiszugeben, in die Öffentlichkeit zu tragen. Das hat die Anki getan. Und ich sage mal, das ist auch nötig, wenn man authentisch sein will, Dinge von sich preiszugeben. Und ja, dieses Buch ist nun seit circa einem Jahr auf dem Markt und sie hat sehr viel Zeit und Mühe reingesteckt. Ich würde mir wünschen, dass 0,5% unserer YouTube-Follower sie mit einer kleinen Rezension unterstützen. Denn sie macht hier die Arbeit für unseren YouTube-Kanal, sie schneidet die ganzen Videos, sie ist hier während der Reise im Zelt, liegt da mit dem Tablet, es ist nicht immer bequem, und schnibbelt die Videos für euch zusammen, damit ihr jeden Freitag was Cooles anzuschauen habt. Und warum 0,5% unserer Follower? Naja, das sind genau 33 Rezensionen und sie ist jetzt 33 geworden heute. Und das würde auf jeden Fall eine riesen Freude machen. Und auch ich habe das immer wieder gebraucht. Es gibt immer wieder unsägliches Feedback und ja, immer wieder einfach so generellen Hate von den Leuten, die echt null Ahnung haben, was man eigentlich auf so einer Reise alles wirklich durchmacht, welche Hürden man überwindet, was wirklich dahinter steckt. Ja, ihr habt all diese Pannen gesehen auf der Radreise, die wir schon durchgemacht haben. Gebrochener Vorderrad, Gepäckträger. Anki ist vom Rad gestürzt, zweimal sogar, es ist nichts passiert. Dann die Achsen am Hundeanhänger sind kaputt gegangen. Alles Mögliche. Wir haben vor kurzem sogar erst auf einer Fähre gezeltet. Das erste Mal, dass wir auf einer Fähre gezeltet haben. Wir waren von Straßenhunden gejagt. All diese Dinge. Und wir nehmen diese Hürden auf uns, weil wir unsere Träume leben und weil wir natürlich auch euch inspirieren wollen, eure Träume zu leben. Wir wollen euch zeigen, dass es nicht immer einfach ist, ja, wenn man das, was man sich in den Kopf gesetzt hat, realisiert, um dann halt eben hier am Mare zu sein und seinen Traum zu leben und am Ende des Lebens sagen zu können, boah, geil, ich habe das Beste draus gemacht, ich habe nichts verpasst. Wir nehmen all diese Hürden auf uns. Wir hatten erst neulich einen Flohzirkus bei uns an Bord. Ja. Wir sind von Flöhen gebissen worden, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und das, obwohl die letzte Waschmaschine kaum 3 Tage her war. Also kann sein, die sind vom Straßenhund einfach auf uns drauf gehüpft. Keine Ahnung. Und das war auch, das hat die Anki viel Nerven gekostet. Die Anki hat keine Nacht mehr durchschlafen können. Und das war richtig, richtig übel. Und deswegen fände ich das mega cool, wenn 33 von unseren 6500 Followern, das sind ja wirklich bloß 0,5%, wenn die sich überwinden können, ein bisschen in die Tasten zu hauen und der Anki eine kleine Freude zum Geburtstag zu machen und ihr zu zeigen, dass sie mit ihrem Buch einen Unterschied in der Welt macht, ja? Dass sie mit ihren Zeilen in der Welt etwas bewegen kann. Und das ist wirklich auch was, das braucht man als Autor, das habe ich damals auch gebraucht. Ja. Inzwischen ist es mir mehr und mehr egal, was die Leute schreiben, weil ich weiß, ich rock mein Ding und ich weiß auch, alle Dinge, die die Leute schreiben, sind nur Projektionen. Ja. So nennt man das in der Persönlichkeitsentwicklung. Also warum ist ein Buch für den einen Mensch scheiße und ein Buch für den anderen Mensch toll? Naja, weil dieser Mensch seine Welt sieht. Auf mein Buch projiziert. Das Buch ist ja immer das Gleiche. Ja. Was ich da schreibe, es hat immer den gleichen Inhalt. Aber dem einen schmeckt's und dem anderen nicht. Und das hat mehr mit der Person selber zu tun, als mit dem Buch. Ja, hat eine lange Zeit gedauert, bis ich es mal rausgefunden habe. Aber seitdem sehe ich alles entspannter. Anki hat jetzt ihr erstes Werk rausgehauen und ich finde, das verdient ein bisschen Respekt und ein bisschen Unterstützung. Und das hilft uns wirklich, motiviert am Ball zu bleiben, weiter Videos für euch zu schneiden.
und ja, dass wir auch weitere Reisen filmen können, weitere Reisen veröffentlichen können. Wir haben erst dieses Jahr wieder eine Kamera gekauft für rund 230 Euro und die ist noch nicht wieder drin mit den YouTube-Einnahmen, also stellt euch nicht vor, dass das da so arg viel wäre, was da jetzt reinkommt. Aber trotzdem machen wir das gerne, machen das mit Freude. Es macht auch uns Spaß, nochmal zu reflektieren, was wir alles erlebt haben. Und wir sind dankbar für jedes nette Kommentar, für jede kleine Spende, die reinkommt. Und vor allen Dingen sind wir sehr dankbar für jeden, der uns mit ein paar Zeilen Text unterstützen kann jetzt. Und dafür verlinke ich dir das Buch hier einfach unter dem Video und ja, das wäre uns eine große Hilfe. Wenn dir das Buch nicht gefallen hat, kein Thema, schreib mir eine E-Mail, eine Nachricht auf Facebook, dann bekommst du dein Geld zurück. Ja, das ist überhaupt kein Thema. Wir sind für konstruktives Feedback immer offen, jederzeit, also auch bei meinen Büchern. Ja. Und wenn es dir gefallen hat, dann schreib was Positives und dann unterstützt du unseren YouTube-Kanal. Und wir sehen uns bald im nächsten Video und ich gucke jetzt, dass ich der Anke hier ein wunderschönen Geburtstag bereite. Also, bis dann!